Hat ausgerechnet Finanzminister Christian Lindner sich beim Thema Geld etwas zu Schulden kommen lassen? Wir erklären, warum ihm jetzt ein Strafverfahren wegen Vorteilsnahme drohen könnte. Der Tagesspiegel hatte berichtet, dass der Finanzminister und FDP-Chef eine Videorede für die Bank gehalten habe, die seinen Hauskauf finanziere. Nun prüfe die Staatsanwaltschaft, ob sie die Aufhebung seiner Immunität als Abgeordneter beantragen solle. Ihm drohe ein Strafverfahren wegen Vorteilsnahme. Dem Spiegel sagte die Berliner Staatsanwaltschaft, dass die Prüfung der Immunität in so einem Fall üblich sei und nicht für einen Anfangsverdacht stehe. Den Berichten von Spiegel und Tagesspiegel zufolge hielt Lindner im Mai 2022 das Grußwort für eine Karlsruher Privatkundenbank. Danach habe er sich bei derselben Bank einen weiteren Kredit geben lassen. Lindners Anwalt teilte mit, seine private Immobilienfinanzierung hat Herr Lindner lange vor der Übernahme seines Ministeramts begonnen. Alle Konditionen seien stets marktüblich gewesen, die Gewährung eines Grußwortes zu Jubiläen gehöre zur regulären Amtsführung eines Ministers. Zwischen Grußwort und privater Immobilienfinanzierung bestehe kein Zusammenhang. Lindner sehe die Berichterstattung mit Gelassenheit. FDP-Parteivize Wolfgang Kubicki bezeichnete die Vermutung einer Vorteilsnahme am Montag als völlig absurd. Er warf der Berliner Justiz eine politische Charakterlosigkeit und eine erhebliche Persönlichkeitsrechtsverletzung vor. Auch eine Sprecherin des Finanzministeriums betonte, solche Grußworte seien durchaus nicht unüblich. Der Tagesspiegel wirft dem Finanzministerium eine Behinderung der Aufklärung vor. Es hätte keine vollständige Liste der Auftritte bei privatwirtschaftlichen Unternehmen seit Lindners Amtsantritt an die Zeitung herausgegeben. Die Antikorruptionsorganisation Transparency Deutschland begrüßte die Vorprüfung der Berliner Justiz. Der Rechtsstaat müsse auch und gerade bei einem Minister kritisch hinschauen, so ein Sprecher.